herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Und zwar heute die Partie Schweiz gegen die Türkei. Heute nur zwei Spiele. Das erste Orakel kam ja heute Morgen schon. Ja, ich denke mal, dass hier die Schweiz gewinnt, weil Türkei schon zwei schlechte Spiele hatte. Oder es gibt ein Unentschieden. Könnte auch passieren. Ich bin gespannt, was ihr tippt. Da würde ich sagen, wir starten in die erste Halbzeit und los geht's. So, die zur Seite. Und wir öffnen das erste Sticker-Tütchen. So. Na. So, wir haben hier die Ukraine. Dann haben wir Polen. Dann haben wir hier Österreich. Dann haben wir hier die Türkei. Und das ist das 1:0. Und der letzte Sticker aus diesem Tütchen ist ein Ukrainer. Ja. Dann kommen wir zum zweiten Sticker-Tütchen und zum Ende der ersten Halbzeit. Zack. Zack. So, ist bei euch auch zu warm, also ich habe hier glaube ich so 30 Grad rum. So, wir haben Russland. Dann haben wir hier Italien. Frankreich meine ich, mit Pavard. Die Türkei und das ist das 2:0 hier. Zack. Dann geht's hier weiter mit Dänemark. Und dann haben wir hier noch die Niederlande und damit war's das für die erste Halbzeit. So, also die Türkei führt hier 2:0. Juhu. So, und Deutschland steht hier immer noch 0:0, ist nämlich noch gerade kein Anstoß. Ja, also im Moment, wo ich das hier aufnehme, spielt gleich Deutschland. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt in die zweite Halbzeit. So, los geht's. Zack. Man muss ein bisschen aufpassen, dass mir hier kein Sticker hier zerreißt. So, Anstoß. So, wir haben hier Spanien. Die spielen ja heute auch noch. Dann haben wir hier England. Dann haben wir Tschechien. Und nochmal England. Und Italien. Und hier oben ist irgendwie die Ecke ein bisschen zerstört, aber das, denke ich mal, macht nichts, wenn man es einklebt. So, dann kommen wir hier zum letzten Stickertütchen in diesem Orakel und dann ist das Orakel auch schon vorbei. Also, sowas geht schneller wie FIFA aufnehmen und ja, so ein Kram. So, wir haben hier Nordmazedonien Logo, also Shiny Sticker. Ja, brauchen wir nicht. Dann haben wir Frankreich. Haben 1:1 gespielt. Dann haben wir hier Ungarn, glaube ich. Dann hätten wir hier Polen. Letzte Stickerchen ist hier die Ukraine. Und somit gewinnt hier die Türkei mit 2:0 gegen die Schweiz. Und aus die Maus. Ah ja, so, lassen wir noch kurz hier liegen. Ich bin mal gespannt, was ihr tippt. Also ich habe hier gesagt, dass die Türkei verliert oder vielleicht unentschieden. Ich weiß nicht, mal schauen, wie die Form von der Türkei ist in diesem Spiel.
Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel. Die kommen dann morgen. Ich glaube, morgen sind 4 Spiele. Und dann würde ich sagen, haut da rein. Bis dann.